Mike Manieri und Bob Minzer, Tenorsaxophon. Willkommen zur zweiten Hälfte des Konzerts. Wir öffneten mit einem Stück, das war aus dem Film Spartacus, das Love Theme, komponiert von Alex North. Das hat sich Mike Manieri gewünscht, weil er mit dem Flötisten Jeremy Steig lange Zeit gespielt hatte und Exkurse in die Jazzrockmusik hatte. Und der Flötenpart wurde übernommen von Carolina Strassmeier. Dann folgten zwei Beatles-Themen, denn auch ein so vielseitiger Musiker wie Mike Manieri hat auch mit Paul McCartney gespielt. Ja, he's a good friend of yours. Und sie hörten Here, There and Everywhere und Blackbird. Und unter anderem auch mit Paul Simon hat Mike Manieri viel gespielt und viele CDs und Aufnahmen eingespielt. Und das war der letzte Titel, Lieblingstitel von Mike Manieri mit Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Das nächste Stück heißt Young and Fine, eine Komposition von Joe Zawinul, den Sie sicherlich aus Weather Report kennen. Und Joe Zawinul ist ein Musikerkollege von Mike Manieri. Mike Manieri hat dieses Stück für sein Ensemble arrangiert und Joe Zawinul, der immer sehr, sehr kritisch war, musste zugeben, ist zu Mike Manieri gegangen und hat gesagt, dein Arrangement von meinem Stück gefällt mir besser. Young and Fine. Thank you.
Paul Heller, Tenorsaxophon. Nun kommen wir an eine eigene Komposition von Mike Maineri. Seine Ehefrau heißt Loretta, seine Nichte heißt Loretta und deswegen hat er das Stück geschrieben Las Dos Loretas, also die beiden Lorettas. Es ist aber mittlerweile noch ein Enkelkind dazu gekommen, heißt auch Loretta und er erwägt jetzt das Stück, ist umzunennen in Las Tres Loretas, aber vorher ist Las Dos Loretas.
Carolina Strassmeier, Flöte. Mike Magnelli, Vibraphon. Chefdirigent der WDR Big Band, Bob Minzer. Meine Damen und Herren, wir kommen zum letzten Stück des Konzertes. Aaron Copland gilt als der amerikanische Komponist der symphonischen Musik. Und aus einem Klavierkonzert hat sich Mike Mainieri inspirieren lassen und daraus ein Stück selbst geschrieben und ihm gewidmet. Das Stück heißt Copland. Und natürlich hören Sie neben Mike Mainieri auch Ruud Boyles Trompete. Copland. Thank you.
Zugabe. Viele Solisten haben Sie kennengelernt. Es gibt aber auch einige Solisten und Bandmitglieder, die ich Ihnen jetzt noch ganz persönlich vorstellen möchte. Und zwar an den Trompeten haben wir, wen habe ich noch nicht angesagt, da ist Wim Bott, Trompete. Andy Harderer. Und Rob Bräunen. Und bei den Posaunen haben wir Shannon Burnett. Und Ludwig Nuss. Und auch zwei Kollegen bei der Saxophongruppe, den Sie noch nicht vielleicht kennengelernt haben. Das ist Olivier Peters, Saxophon. Und Jens Neufang. Und in der Rhythmusgruppe gibt es zwei Kollegen, die ich auch Ihnen gerne vorstellen möchte. Das ist am Kontrabass und am E-Bass, das ist Mr. John Goldsby. Und der Pulsgeber der Band am Schlagzeug, Hans Decker. Wir sind live im Internet, noch haben wir Sendezeit. And I would like to hand over the microphone to our good friend Bob Minzer. What do you would like to say to people outside who are listening us on Internet? I would like to say thank you for listening and thanks for being a part of this music. And thank you all here for being a part of this wonderful music. It was a true joy for me. There's a lot of history in this room. I mean, I go back 30 years with the WDR Big Band, and I go back 40 years with this gentleman. I played in Mike's band in the late 70s, and it was just a wonderful week of preparing this great music, and we had a lot of fun telling Buddy Rich stories because we both played in the Buddy Rich band, so it was just a nice experience, and thank you all for being a part of it. Bob Minzer. Thank you, Bob. Mike, I'm coming over to you. You have the last word. I have the last word. Yes. The last word is thank you. Thank you, Lucas. Everyone at WDR, the entire band has been wonderful all week during our rehearsals and recordings. So patient with the music and so giving, too. And, of course, my old friend, Bob Minzer, who we've reunited again once more to play this music. And it was sort of like the arc of my life. It was kind of like my life flashing before my eyes in a way. I'm saying that as a good thing. And I'd like to thank all of you. You've been so receptive and just been a wonderful audience. So many thanks. Thank you very much. Oh. Yeah. It's our encore. It's called Softly as a Morning Sunrise, as in a morning sunrise. And it's arranged by Bob Minzer.